Upsi. Gesucht, tot oder lebendig? Das ist jetzt natürlich ein Problem. Weil wir wollen uns eigentlich nur mit Obadiah treffen. Ich weiß nicht, was der von uns will, aber wenn das ganze restliche Dorf mich lieber töten möchte, ist das natürlich für mich ein Problem. Egal, Obadiahs Hut ist die Bude hier direkt vor uns, auf die wir gerade schnurstracks auf dem Weg sind. Obadiah, du alter Hillbred, Inbred Hillbilly, Alter. Was papen? Bist du da? Die Weisheit der Alten. Friendship and love. Be gone, sir. Be gone. Not because we cares not. No, but because we cares. What are you talking about? The demons have us by the throat, sir. Oh, die Dunkelheit wieder. The darkness. Die Dunkelheit. The darkness, it's everywhere. He was right. What are you talking about? They come in darkness. Habt ihr die Pest oder was? Coming. Stay inside. Keep your door shut. Mal gucken, ob man auf die Dunkelheit schießen kann. Easy. Is that... Park now. Ma'am, safe now. Ein paar Köter oder was? Shit, there's more, alright. Die Köter sind das Problem. Ach, die Dunkelheit. Ja, Digga, die naschen wir kurz weg. Die sind wahrscheinlich durchgehend, wahrscheinlich Tollwut, so widerlich ätzend wie hier alles ist. Get back. Beim Scheißen, Digga. Habt ihr keine Ehre? They's got Cain. They's got brother Cain. Where? Over there. Komme. Da kommt noch irgendeiner angesprintet. Seid ihr in Ordnung, Jungs? Noch mehr. Oh, wie viel von diesen Drecksköltern laufen denn hier rum? Ist ja insane. Nee. Wir holen sie einfach ganz normal mit der Schrot. Dreckstöhle. Ich höre noch mehr Gebell von hier. Schnauze. Das sind jetzt schon 6, 7, 8 Hunde, die wir hops genommen haben. Wie viele Hunde laufen denn hier rum? Noch ein Pennerköter. Noch ein. Ja, tut mir leid, mein Freund. Ich mach's nicht gerne, aber wenn ihr euch nicht zusammenreißen könnt. Obadiah, bist du da? Wie geht's euch, Jungs? It's just dogs gone crazy. Hey, nice. Get yourselves home. No. He said they would come in many forms. Wer ist denn er? And he said his protection. Ah, wir haben hier einen Verschwörer irgendwo. What are you talking about? It's just sick dogs. Hydrophobia or some other poison. He said we were not to doubt him. Get your people home, mister. Then get yourself a gun and kill any sick animals you see. Life will be just fine. The darkness has come for us. He was right. Who was right? I was. Aha. Oh, wer bist du denn? I shall save them. And who are you? There'll be no more four-legged demons. The curse shall change. The curse has changed. What curse? These poor people. I will save you. I just saved them, and it weren't no curse. It's just sick dogs. Dark charms possess the woods, I told you. He told me. Mm-hmm. I found one. That? Don't touch he it. He found the curse. Found it. So? The woods are full of these. While they remain, the curse will remain. Oh, the curse. Yet the woods are also full of demons. I will find a way. Kann ich dir eine Backpfeife geben, bitte? Have I lied to you thus?
He never lied to me. Come, Obadiah. Feed me. So, you're saying if someone destroys those charms, the curse is lifted? The woods are full of demons. And the demons protect the charms. And the charms protect the demons. It's impossible. I can see that. It's impossible. There ain't no demons. Don't disturb the woods. Ich will I told you. He would come. And he would help. And he would laugh. Yeah, you told us. Ach, jetzt bin ich der Dämon. Bruder, da, also das finde ich zu interessant. Das lasse ich jetzt nicht warten. Ich mache direkt mal so einen Charme kaputt. Was war er denn für ein Kasper, Digga? Er sah aus, als wenn er Indianer sein möchte, aber eigentlich war er ein ganz normaler Dude. Der klassische, im Englischen sagt man gerne, Snake Oil Salesman, der die Wundertinktur fürs Leben entdeckt hat. Oder halt einfach ein Scharlatan, ein Hochstapler, ein Betrüger. Komisch nur, dass die ganzen Hillbillies hier drauf reinfallen. Weil die sind zwar Hillbillies, aber deswegen ja nicht zwingend komplett retarded. Okay. Dann lass uns mal gucken, ob wir einen von diesen gruseligen Charms, die von den Dämonen besessen sind, finden. Weil ich glaube, dass sich die Dämonen, die man hier so findet... Ich höre Geräusche und ich sehe diesen Baumstamm. Ich glaube, es hat miteinander zu tun. Ich glaube, man kann die meisten Probleme hier mit der Knarre lösen. Das ist, was ich sagen wollte. Oh, actually of Scary Mary. Ja, weggejagt das Ding. Okay, haben wir actually Dämonen? Vier von 13 verfluchten Gegenständen zerstört. Ich höre aber noch immer was. Hat nicht genug getroffen, hat nicht gereicht. Noch mehr verfluchte Gegenstände. Mit den Glocken dran. Bin gespannt, was da die Geschichte hinter dem Typen ist. Dem alten Hochstapler. Ich brauche noch... Ich kann es auch nicht richtig ausfindig machen. Ich kann es nicht so richtig hören. Von wo hier irgendwas kommt. Jetzt gerade sehe ich auch keine mehr. Da, von da kam noch was. Ich kann sehen, dass da bist du. Okay. Bart's Feierabend. 6 von 13, Freunde, die Hälfte haben wir. Aller verfluchten Gegenstände, ne? Hier ist die Markierung. Gut, dass wir die jetzt haben. Geht's hinter dem Fluss weiter? Das ist jetzt für mich wichtig. Ja, tut's. Okay, darum geht's weiter. Hier aber auch direkt. Frag mich, wann der Typ sich überlegt hat, dass er die jetzt alle erstmal aufhängt. Auf unauffällig. So. 9. Och ne, wieder auf die andere Seite. Im Wasser. Ach, da ist er. 10. 3 Stück noch. Jetzt müssen wir genau lauschen. Ich schätze mal eher nur in diesem Wald, der auch so ein bisschen verdorben aussieht, ne? Ich schätze mal hier, wo es schön wird, ist es auf einmal kein Grund mehr. Aber ich möchte einmal kurz darauf hinweisen, dass dieses Spiel sogar daran gedacht hat, dass die Biber haben. Süß.
Wir gehen nochmal zurück. Hier scheint erstmal alles clean zu sein auf der Seite. Dann gehen wir nochmal in den Wald hier rein. Bestimmt haben wir irgendwas sowas übersehen. Da. Zwei noch. Da oben ist auch noch einer. Und jetzt brauchen wir noch den letzten. Der Baum knarscht, aber der klingelt nicht. Hasen, die schwimmen? Meinetwegen. Im Biberdamm. Zerstöre die verfluchten Gegenstände. Ja, fucking no shit. Achso, ja stimmt, wir können ja auch Adlerauge benutzen einfach. Da oben ist der nächste. Wobei, den können wir auch wegsnipen, oder? Nee, schon richtig. Ich wollte schon das hier benutzen. I guess. Doch, da, ich sehe es ja. Okay. Obadiah, jetzt bin ich mal gespannt, was der Typ jetzt erzählt. Weil es natürlich schwierig für ihn zu erklären, wenn er jetzt sagen möchte. Ach, Obadiah wohnt da. Ups. Wenn seine Story sein soll. Okay. Ich meine, habe ich gesagt. Ja gut, das habe ich. Wenn die Story von dem Bruder, ich weiß auch gar nicht, wie der heißen soll überhaupt. Wenn die Story von ihm ist, dass der Wald verflucht ist und verseucht mit Dämonen und diese Baumelteile da beschützen die Dämonen und die Dämonen beschützen diese Baumelteile. I don't know. Es war ein bisschen windig. So die ersten 3, 4, das ist wieder Shit passiert. Aber es kann halt auch alles bedeuten. Ich esse erstmal ein Stück gesalzenes Wildfleisch. Wo ist mein Pony eigentlich? Warum laufe ich zu Fuß? Ich bin einfach nicht mehr der Jüngste. Und shit auch, aber fit schon mal gar nicht. Nochmal ein Döschen, schön Apfel, Pfirsich, Zitronen, Saft, Dosen, Aprikosen. Richtig. Dicker Pimmel in der Hose. Dosen, Aprikose. You're welcome. Obadiah. Obadiah. Und alle anderen fucking Weirdos hier. Na, der Typ, die bestimmt auch vergiftet die Hunde, ne? Einfach nur, damit er hier gepriesen werden kann. Wie ein König, Lord. Na, ihr beiden Kasper? Wie geht's? Remember me? I helped with those dogs. I've been seeing about this curse of yours. Welcome, brother. It's a dark omen. Those charms out in the woods, they all been broken. All of them? So, I guess that's it for your suffering. Ah! It's a miracle! We're saved! It's a miracle. The darkness lifted! Not saved! Huh? Oh. Cursed! He broke the charms. The spirits are set loose. We're doomed then? Hold on. You said the charms was protecting the curse. I said it was a dark omen. I said he had the demon's tongue. Now, I need some light here now. I don't know what to think. Hey, look at me. Yeah? I think something's going on in this holler. And it ain't a curse. Inzucht. And whatever else it ain't, dumm. This fella don't want you to know. Liar! I told you he would lie and dissemble. Something's up. And this one wouldn't be so quick with ideas he didn't have some clue of it. I have the gift. My ancestor. Well, I got a gift right here. I'm going to commune with the spirit. Dark. Dark omens. Komm einfach nicht wieder. Lass mein Freund Obadiah los. What is he hiding? He always spoke truthful to us. There is a dig on the other side of the hill there. There was a dig anyway. It's closed now. He always said something about not going over there. Well, das hört sich doch an, als wenn ich mir das angucken möchte. Das möchte ich mir sehr gerne angucken. Ah, Obadiah ist ein Ehrenmann. Obadiah hat mir einfach Friendship and Love angeboten und ich habe es einfach auch wirklich gerne angenommen. Ja? Und
Obadiah hat natürlich an der Stelle vorgelegt. Er hat gesagt, hier, ich kann dir kein Geld geben dafür, dass du meinen, ich glaube, es war sein Bruder oder sein Freund, gerettet habe, wenn der lag unter einer Brücke. Und dann sagte Obadiah, ich kann dir nichts geben, wir haben kein Geld, aber Freundschaft und Liebe, das kann ich dir geben. Und das ist das größte Geschenk und die größte Belohnung, die Arthur Morgan jemals in seinem Leben hat überhaupt erfahren dürfen. Was mich im Umkehrschluss dazu bringt, dass ich mich auch bei Obadiah revanchieren möchte, ja? Ich möchte einfach, dass Obadiah nicht mehr verflucht ist. Obadiah und sein Camp von Geschwistern und Tanten, Eltern, Großenkeln und Liebhabern. Oh, da wurde es gerade dunkel. Da wurde es gerade dunkel. Jetzt meint das Spiel meins Ernte, wenn es dunkel wird. So, ich glaube, wir müssen hier den Berg hoch. Nicht abrutschen. Ah, fuck. Aber nice runtergeslidet. Respektiere ich. Very nice, very nice, very nice. Gut gemacht. Young Oreo. So, und wir sind ab jetzt auf schnurstracks Weg. Auf straightem Weg dahin. Auf jeden Fall. So, wollen wir mal gucken, was der Kasper hier so veranstaltet. Wir machen es mal offiziell. Wir kommen nicht von oben, wo er uns nicht sehen kann. Was ist das denn für ein geiler Baum? Whoa, easy. Kann ich mir den angucken? Geiler Baum. Mal auf. Ja, gut. Du hast dein Bestes gegeben, Arthur. Ich bin nicht sauer auf deine Malkünste. Das hätte nämlich auch keinen Sinn. So, jetzt nochmal eben kurz ein paar Dosen Aprikosen. Dicker Pimmel in den Hosen. Bei Arthur Morgan auf jeden Fall. Und dann sind wir auch angekommen an der alten Mine. Die gut abgefuckt aussieht. Ist das meine Hut? Ja, guck mal, das ist unser Camp. Lul. Naja, whatever. Hört sich an wie ein Bär. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn es der Kasper ist, der einfach den Hall der Höhle für sich nutzt, um Leute hier abzuscheuchen. Abzuhalten, hier hinzukommen. Ich bin mir nicht so richtig sicher, wo wir jetzt hier den Entrance finden. Da nicht, da rutschen wir runter, ja. That's what I thought. Arthur, komm, hör auf, dich aufs Maul zu legen. Muss doch nicht sein. Wie sieht denn das aus? Vor allem den Leuten hier. Okay, dann guck mal hier. Mir wird jetzt so nichts auffällig. Dann müssen wir von oben gucken, actually. Okay, dann nach oben. Hätten wir doch nicht hier runterreiten müssen. Naja, nachher weiß man es immer besser. Aber hier muss doch auch irgendwo der Eingang sein. Das Feld ist ja gar nicht so groß, was eigentlich hier angezeigt wird. Da ist es nicht. Scheiße. Ich dachte, ich jetzt gefunden. Einem unbekannten Tier möchte ich nicht folgen. Tiere sind mir ganz herzlich egal. Hä, aber hier ist doch offensichtlich... Habe ich den Eingang übersehen? Bin ich blöd? Ist hier der Eingang hier drunter? Arthur, komm. Du hast eine super schöne Schulter. Einmal hier runterrutschen, bitte. Wo gehst du hin, Arthur? Arthur! This is a dig. Bisschen Dynamite. Da würde ich gerne ein bisschen Dynamite anbringen. Ach, wir reißen es einfach ab. Nee, mach mal nicht. Ja, komm, mach. Maschine, Digga. Einfach eine Maschine, der Mann. Der ist so strong. Richtig gute Idee. Einfach mal da reinlaufen. Was soll schon passieren? Durchsuche die Mine nach Hinweisen auf den Fluch.
Was allerdings dafür spricht, dass er nichts damit zu tun hat, ist, dass die Mine halt einfach verbarrikadiert war. Das Holzbrett war ja davor. Außer es gibt mehrere Eingänge. Dann kann es natürlich doch sein, dass er da rumhängt. Wir gucken einmal hier. Chor. Hier gibt es aber nichts zu gadden anscheinend. Alright. Spooky. Spooky, spooky, spooky. Da geht's gleich links runter, da gucken wir aber auch rein. Obwohl wir für die Quest gerade aus sollen. Der Koffer da hinten, da ist nichts drin? Ich muss es ausprobieren. Okay, dann nicht. Du brauchst nicht rennen. Dutch, Arthur, du brauchst nicht rennen. Du kannst auch ganz normal gehen, alles gut. Nimm Zeit. Daddy's home. Sieht bisher einfach wirklich nach einer stillgelegten Mine aus. Da kommt Wasser raus. Aber eher so kupfermäßig, was ist das? Ja, sieht tatsächlich verflucht aus, aber ich glaube, das ist was anderes. Who's there? I see you over there. The game's up. There's poison in this mine. Ich hab überhaupt gar keine Gestalt gesehen, aber natürlich kommst du da raus. Wäre schön, wenn du dich kurz dopen würdest. Nee, nicht aufheben, nicht aufheben, nicht aufheben. Gottes Willen. Ja, uns geht's sowieso schon nicht gut. Warum loot ich die überhaupt? Ein Goldnugget hat sich doch gelohnt. War da noch ein Bruder? Oh, Ratte, Digga. Geh mal weg mit einer Ratte. So scheiße habe ich ja gar keine Zeit. Da habe ich Licht gesehen. Was ist das denn, dieses gelbe Kupferzeug? Aber hier ist frische Luft, ne? Hier geht's mir schon besser. Was ist das denn, sag? Oder deswegen sind die Leute im Butcher's Creek so hässlich, also so Hautunreinheiten und sehen so krank aus. Weil was auch immer das hier ist, die trinken einfach dieses verdreckte Wasser, dieses vergiftete. Wo dann wahrscheinlich der Möchtegern Pseudo-Indianer was mit zu tun hat, weil noch aus irgendwelchen Zeiten, als der Geld verdient hat mit was auch immer hier er so gemacht hat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da runter. Geiles Cave-System auch. Ich kann halt nicht in mein... ich kann mir jetzt nichts zu snacken reinhauen. Ich darf nicht. Rein in die Sülze. Hinter einem Wasserfall. Da vorne steht wer. Zum Glück weiß mein Pferd immer, wo ich bin. Warte mal, sind wir oben? Ach, am Elysienbrut. Okay. Das heißt, der Wasserfall hier ist der Eingang zu einem dicken Cave. Okay, interessant. Dann lass uns mal gucken, was wir, was Obadiah dazu sagt. Und lass uns mal hoffen, dass der... Da sind die beiden wieder. Die Pseudo-Indianer. Der Pseudo-Indianer auch da ist. Lauft, Kinder, lauft.
Good day, sir. Obadiah. Da ist er wieder. Erzählt wieder irgendwelche Geschichten. I told you I would save you. Yes, said I would lead you out of the darkness. Yes, show us the light. I shall. But first, you have to mark your signs on this paper. It's a powerful magic that will protect you on your journey. I hereby release, absolve, and indemnify the aforementioned Roanoke Fuel Company. Stop reading. Hmm? You didn't tell me you could read. What kind of trick you pulling now? Oh, you're back. We thought the curse had got you. Nope, but he nearly did. Don't you go nowhere. I was down that old dig, and I found this leaking all the way into the lake. You've been poisoned. No, we were warned not to heed what you That's say. Right. Well, let him tell you then. What's this? It's nothing. Nothing? Oh, then you won't mind taking a drink. Hey, no. Hey, hey, no. Hey, please. Hey. No. You've killed me. I'm poisoned. Poison now, is it? The dig. All they found was arsenic and lead. Mm. I dug down into the cave system and spread. I was meant to get you all to go. Now you heard it. It's taken me. Oh, dear. Dear God, there's no arguing. It's clear as day. We're cursed. Cursed? Nein. What are you talking about? Obadiah. Was geht jetzt bei ihm ab? Was hat er jetzt vor als nächstes? It ain't spirits. It's a mining company. No, it is spirits. Spirits taken through a mining company. Brothers and sisters, we got some praying to do. Don't pray. Do something. You'll die. Or worse. Just go. Man. It's our curse. It's ours to deal with. Now the medicine man left some money there. Just take it if you want it. Obadiah, bester Mann, Digga. Er rafft ganz, ganz wenig. So, wie viel Cash haben wir denn hier? Klar, nehme ich mir das, Bruder. Das ist mein Geld. Ich habe euch den Arsch gerettet. Oh, wo ist er? Nein, wo ist er? Er ist hier runtergerannt. Da unten steht er. Nee, der ist am Angeln. Ist wer anders. It's in me. It's in me. Da ist er. Auch nicht. Da rennt er weg. Hey, Kumpel. Warte, wir rennen ihm noch ein bisschen hinterher. Wo rennst du denn jetzt hin, Kumpel? Warum machst du denn jetzt diesen? Hallo? Übelst verwirrt. Wen fange ich mir? Hey! Bruder, der ist unfangbar. Er rennt aber jetzt auch im Kreis. Er weiß gar nicht, was er machen soll. Jetzt rennt er hier hoch, okay. Ja gut, Freunde. Während der Bruder die letzten paar Meter hier macht von seinem Fitnesstraining für heute, weil er verflucht wurde, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Das war das große Geheimnis hinter Butcher's Creek. Da habe ich nicht mit gerechnet. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis morgen. 10:30 Uhr.